Philipp Schrangl, FPÖ ist an Bord. Herr Nehammer, es hat mir wirklich gut gefallen, was Sie heute gesagt haben. Das hat sich wirklich super angehört. Ich glaube, dass diese Rede von einem Ihrer Vorgänger übrig geblieben ist. Und Sie haben ganz im Geiste von Sebastian Kurz genau das Gleiche gemacht. Nämlich, Sie haben nur ein bisschen die gleiche Rede genommen, aber ein bisschen weicher formuliert. Genauso wie das Ihr Vorbild Sebastian Kurz ja auch macht, der ja gern eine FPÖ mit ein bisschen einem menschlicheren Gesicht sein will. Aber ich sage Ihnen was, das haben da herinnen trotzdem alle kapiert und Ihr grüner Koalitionspartner hat nämlich zum Beispiel gar nicht geklatscht. Ist Ihnen das aufgefallen? Das heißt, Sie haben den falschen Koalitionspartner. Sie hätten vielleicht doch ein bisschen mehr überlegen sollen, wen Sie sich aussuchen, mit wem Sie Ihre Linie durchführen wollen. Weil mit den Grünen wird das, was Sie heute wieder mal gesagt haben, nicht funktionieren. Und damit lügen Sie die Österreicherinnen und Österreicher an. Sie versprechen Ihnen, aber können leider nichts umsetzen. Mir fällt dazu ein Songtitel ein von den Prinzen, vielleicht kennen Sie den, alles nur geklaut, nur so nebenbei. Oder in den USA sagt man dazu eine Lame Duck. Ich glaube, Herr Innenminister, vielleicht sind Sie eine Lame Duck. Gut im Ankündigen, schlecht im Umsetzen, so wie die gesamte ÖVP. Ich bedanke mich trotzdem bei den Volksbegehren-Initiatoren. Es ist wichtig, wir sind besonders für direkte Demokratie und auch die Intention hinter diesem Volksbegehren war richtig. Und zwar, dass Österreich einen überproportional hohen Anteil an Asylsuchenden hat und auch für diese aufkommen muss. Worum geht es denn eigentlich? Und auch in diesem Hohen Haus und von diesem Platz wird immer wieder etwas vermischt. Es gibt einen Unterschied zwischen Asylsuchenden und Schutzsuchenden aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention, die so gerne hier zitiert wird, und Migration. Sie wollen alles in einen Topf werfen und versuchen eigentlich Migranten nach Österreich zu ziehen. Und das ist das, was wir eindeutig nicht wollen und was auch nicht im Sinn der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, Menschen, die Schutz suchen, Schutz auf Zeit bieten und das am möglichst nahe an der Heimat. Besinnen wir uns zurück auf die Ideale der Genfer Flüchtlingskonvention, wozu, glaube ich, alle hier im Parlament vertretenen Parteien stehen. Machen wir genau das, geben wir Schutz auf Zeit, möglichst nahe in der Heimat und holen wir nicht Menschen zu uns, die bei uns vielleicht unglücklich sind und dann auch nämlich beim Wiederaufbau ihrer Heimatländer fehlen. Daher kann dieses Volksbegehren leider nicht in innerstaatliches Recht umgeführt werden, auch weil Europarecht vorzieht. Trotzdem bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, machen Sie viele Volksbegehren, nehmen Sie von Ihrem direkten Recht auf Demokratie Gebrauch.